Danke, mein Bester. Nun, wo dieses Rätsel gelöst ist, sehe ich mich schon vor dem Traualtar stehen. Ja, nee. Ist klar. Ist klar. Wir packen erstmal alles in Laytons Zimmer rein. Ah, Layton. Demnach, was man so hört, lösen sie gerne Rätsel, nicht wahr? Hier habe ich ein Exemplar, das selbst mir für einen kurzen Moment Kopfzerbrechen bereitete. Mal sehen, wie sie damit zurechtkommen. Erbendreieck. Ein Mann will einem seiner drei Söhne seinen Besitz vermachen und stellt in seinem Testament eine recht ungewöhnliche Bedingung. Ich vererbe all mein Hab und Gut demjenigen, der die Fläche dieses dreieckigen Bereiches meines Grundstückes zu errechnen vermag. Nun ist der komische Kauz verblichen und die Nachkommenschaft schaut in die Röhre. Jeder könnte die Fläche des Quadrates ermitteln, aber die des Dreieckes gibt ein Rätsel auf. Kannst du die Fläche des Dreieckes errechnen? Also das wären schon mal 400. Für den Quadrat hier. Ah, ist ja alles weg. Nee. 400. Wir merken einfach 400. Wunderschön. Ja, okay. Müsste 150 sein, wenn ich das jetzt hier grob. Ich brauche einen Taschenrechner, ich brauche einen Taschenrechner. Ich brauche einen Taschenrechner. So. So, und 20 mal 10 wären 300. 200 plus 200, ne, können wir ja auch wieder bei 400. 200, und wenn wir das hier durch die Hälfte haben. Ich meine, das wären jetzt 150, das was ich gerechnet habe. Und was ich gerade auch eine Vermutung hatte. Dann schauen wir doch mal. Do it. Critical thinking is the key to success. Es stimmt genau, 150 Quadratmeter. Es gibt mehrere Lösungswege. Folgender ist besonders interessant. Wenn du die Darstellung unterteilst, wie in Abbildung 1 gezeigt, siehst du, dass A und B einander entsprechen. Wenn du A nach B bewegst, wie in Abbildung 2 gezeigt, kannst du schließlich zwei rechtwinklige Dreiecke bilden. Der Rest ist einfach. Oder so kann man es natürlich auch machen. 20 mal 10 geteilt durch 2 sind 100 und 10 mal 10 geteilt durch 2 sind 50. So kommt man natürlich auch drauf. Das ist auch die, glaube ich, leichtere Rechnungsweise, die ich gerade gemacht habe. Beeindruckend. Offenbar sind die Gerüchte um ihre Fähigkeiten doch nicht ganz gegenstandslos. So. Aber kommen Sie nicht auf dumme Ideen, sondern überlassen Sie die Detektivarbeit schon mir, ja? In der Zwischenzeit können Sie sich ja mit der Suche nach diesem goldenen Apfel vergnügen. Und schon wieder ein Puzzleteil. Okay, du kommst hier oben hin. Das ist schon mal einfach. So. So, Pension. Dann schauen wir doch mal. Gemälde. Okay. Okay, du hast die Uhr, sagst mir zu der Uhr als Luke. Also denke ich mal, dass es zu dir gehört. Okay.
So, ich bin jetzt aber erstmal kurz weg aufs Klöchen und dann geht es gleich auch weiter. So, da sind wir auch wieder. So, wir sollen bei Ramon vorbeischauen. Das machen wir doch. Rayman besser gesagt. So, allzu lange ist für mich jetzt aber nicht mehr. Das ist wahrscheinlich noch ein Stündchen. Und dann ist heute erstmal Ende im Gelände. Guten Tag, Rayman. Wie fühlen Sie sich denn heute? Fit wie ein Turnschuh, Professor. Vielleicht sogar fieder wie ein paar Tanzschuhe. Ahuhuhu. Meine Müdigkeit von letzter Woche ist gänzlich verschwunden. Ich strotze vor Energie und meine Haut ist dauzenart und straff. Ach, dauzenart und straff. Ich fühle mich wie das blühende Leben. Ach ja, das hört man gerne. Er scheint sich überhaupt nicht mehr daran zu erinnern, was ihm gestern widerfahren ist, oder? Er hat wohl wirklich keine Ahnung, was mit ihm geschehen ist. Also, was sollen wir nun machen? Wir sollten die Wünsche des Inspektors respektieren und den Mordfall unbeachtet lassen, Luke. Wie Inspektor Chalmers schon sagte, das ist Aufgabe der Polizei. Nebenbei erwähnt habe ich das Gefühl, dieser Fall und der goldene Apfel hängen irgendwie zusammen. Das ist wieder Ihre Intuition, nicht wahr, Professor? Als allererstes müssen wir einen Hinweis finden, der uns den goldenen Apfel etwas näher bringt. Vielleicht kann uns ja ein Freund oder ein Verwandter des Barons auf die richtige Spur bringen. Natürlich gibt es da noch jemand anderen. Fragen wir doch mal den Butler, ob er Näheres weiß. Kapitel 5. Die Jagd beginnt. Die Zeit für die Suche nach dem goldenen Apfel ist gekommen. Suche in Samistère nach Spuren. Und dann einmal den Fortschritt speichern. Ich rede mit Matthew. Okay. Sie beehren uns so bald schon wieder, Herr Professor? Matthew, ich frage mich, ob Sie vielleicht einen Hinweis auf den goldenen Apfel haben. Fällt Ihnen irgendwas dazu ein? Hat zum Beispiel der Baron etwas verlauten lassen, bevor er starb? Ich muss Sie leider enttäuschen, Herr Professor, aber Herr Baron hat mir gegenüber nichts erwähnt. Ich würde Ihnen so gerne bei Ihrer Suche helfen, aber meine Pflichten bitten mich leider an diesem Ort.
Wenn doch nur Ingrid noch da wäre, um mir etwas zur Hand zu gehen. Wie bitte, Ingrid? Es ist schon Jahre her, dass Ingrid hier arbeitete. Sie war wie ich als Bedienstete angestellt. Sie war Floras Kindermädchen und half mir manchmal mit der Matthew! Jawohl, Frau Baronin, ich komme sofort. Bitte entschuldigen Sie mich, Frau Baronin verlangt nach mir. Wenn Sie mit Ingrid sprechen wollen, dann statten Sie jedoch gleich einmal einen Besuch ab. Um diese Tageszeit wird sie sich sicherlich in der Nähe des Gemischtwarenladens aufhalten. Wenn ich Sie um einen Gefallen bitten dürfte, bitten richten Sie ihr meinen ergebensten Grüße aus. Gerne, ich werde Ingrid von Ihnen grüßen. Danke für die Hilfe, Monsieur. Okay. Ingrid, ist das nicht die nette ältere Dame, die wir schon mal begegnet sind? Genau, außerdem war sie auf dem Foto mit der kleinen Flora. Komm du, lass uns nach Ingrid suchen. Dann los. Der Laden liegt gleich außerhalb der Villa, nicht weiter als ein Katzensprung entfernt. Aber mit dem Mann hier reden, ob der vielleicht wieder ein Rätsel hat? Frau Dahlia ist reizend, nicht wahr? Ja, das ist sie. Ein tolles Mädel. Sie ist wirklich umwerfend. Frauen wie sie sind sehr selten. Das sage ich euch. Sehr selten. Oh, na sowas, der Herr. Leuchtturm, richtig? Mein Name ist Layton, gnädige Frau. Ach genau, Herr Layton. Was kann ich für Sie tun? Wir sprachen vorher mit dem Butler der Villa Reinhold und er sagte uns, dass Sie dort einmal arbeiteten. Wir würden uns sehr gerne einmal anhören, was Sie uns so über den seligen Baron erzählen können. Oh, du lieber Himmel. Über den Herrn Baron also? Ich fürchte, ich kann Ihnen nur Geschichten erzählen, die schon eine halbe Ewigkeit her sind. Das klingt wunderbar. Erzählen Sie uns doch etwas, meine Dame. Das wäre sehr nett. Nun gut, also ein paar Dinge über den Baron und seine erste Frau fielen mir da schon ein. Der Herr Baron und seine Frau Gemahlin konnten gar nicht genug voneinander bekommen. Es war wohl noch nie jemand so verliebt wie Baron Reinhold damals. Als ich starb, war die kleine Flora alles, was dem Baron als Erinnerung an seine geliebte Frau blieb. Also zog er das kleine Mädchen auf und schenkte ihr all die Liebe, die ein Kind sich wünschen konnte. Die Dinge, die er ihr mitbrachte, Spielzeug aus der ganzen Welt, Plüschtiere so groß wie sie selbst. Damals war er voller Lebensfreude, er wollte der Kleinen ganz allein die Liebe zweier Eltern geben. Und was ist mit Flora passiert? Das weiß ich leider auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sich das Mädchen heute aufhält. Als sie verschwand, habe ich schon seit langer Zeit nicht mehr für die Familie gearbeitet. Manche sagen, Baronin Dahlia hätte Flora auf der Straße gesetzt, um das Erbe selbst zu behalten. Aber das ist Unfug. Schließlich war dem Herrn Baron seine Tochter so wichtig, dass er das niemals zugelassen hätte. Oh, dabei fällt mir ein. Das Grab der ersten Frau des Herrn Barons liegt im Garten der Villa. Wer es jetzt wohl pflegt? Die erste Frau des Barons liegt auf dem Grundstück begraben. Vielen Dank, gnädige Frau. Sie haben uns sehr geholfen. Komm, du, lass uns doch einmal hinauf zur Villa gehen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Grab der Hinweis sein könnte, auf den wir gewartet haben. Die Suche beginnt, la 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 la. Guck mal, da läuft Matthew. Hm, oh, sehen Sie mal, da drüben ist Matthew. Guten Tag, Herr Professor. Hatten Sie Glück und konnten mit Ingrid sprechen? Ja, durchaus. Wir haben Sie gerade getroffen. Verzeihen Sie meine Taktlosigkeit, aber Ingrid sagt, dass die erste Frau des Barons hier begraben sei. Wissen Sie etwas darüber? Baronin Violas Grab? Ich wollte gerade selbst dorthin. Würde es Ihnen ausmachen, wenn wir mitkämen und einen Blick darauf werfen würden? Nicht im geringsten. Bitte hier entlang. Hier hinein, meine Herren. Vorsicht, Stufe.
Dies ist die Grabstätte der seligen Baronin Viola. Na sowas, das ist ja irgendwie schön hier und gar nicht unheimlich. Herr Baron bat mich, das Grab stets schön gepflegt zu halten und ich gebe mir damit große Mühe. Hier ruht Viola, meine einzige wahre Liebe. Diese Statue sieht Baronin Dahlia so ähnlich, kaum zu glauben, dass sie es nicht ist. Als Flora noch ganz klein war, ging Baronin Viola immer mit ihr in den Park hinter dem Dorf. Einige der Blumen im Garten stammen noch von jenen, die Flora hier für ihre Mutter gepflanzt hat. Oh, und ich habe noch nichts vom Tagebuch des Herrn Barons erzählt. Es ist im Zimmer von Frau Baronin. Vielleicht finden Sie darin ja einige Hinweise, die Ihnen auf der Suche nach dem goldenen Amt verhelfen. Vielen Dank, Matthew. Wir werden es uns später mal etwas genauer ansehen. Nun, Luke, dann wollen wir uns am besten wieder auf den Weg in die Villa Reinhold machen. So. Dies muss das Tagebuch sein, von dem Matthew sprach. Beeindruckend, wie gut er sich mit dem Inventar der Villa auskennt. Eigentlich ist es ja unerhört, das Tagebuch anderer zu lesen. Allerdings müssen die Ermittlungen weitergehen, also... Die Qualität der Fertigung ist außergewöhnlich. Es erinnert mich an meine süße Viola zu Lebzeiten. Was glauben Sie, ist dieses S, von dem der Baron spricht? Flora scheint es gar nicht zu mögen. Ich beobachtete mehrmals, wie sie davor weggerannt ist. Sie verbringt inzwischen mehr Zeit an Violas Grab als irgendwo sonst. Ich habe leider die Vermutung, dass sie sich nie mit ihm anfreunden wird. Ich kann es ihr nicht verübeln. Schließlich habe ich seine Persönlichkeit verändert. Es tat mir sehr leid, Flora, dieser Veränderung auszusetzen, aber ich konnte es nicht mehr mit ansehen. Viola, du bist unersetzlich. Du bist meine erste, meine letzte, meine einzige große Liebe. Habe ich seine Persönlichkeit verändert? Was immer damit auch gemeint ist, es ist sehr wichtig. Vor 2 Tagen hatte ich einen Zusammenbruch und bin seitdem bettlägerig. Ich fühle mich, als hätte ich meine Flora als Vater enttäuscht. Ich hoffe, wenn ich fort bin, können die Dorfbewohner sie umsorgen, so wie ich es bisher tat. Er muss sehr krank gewesen sein. Mir bleibt wohl nicht mehr viel Zeit und ich muss mich bald von meiner kleinen Flora verabschieden. Es liegt nun alles in Brunos Händen, Flora. Ich bete, dass du in deinem Leben glücklich wirst. Ich hinterließ einem alten Freund eine Botschaft, in der die geheime Stelle aufgezeichnet ist. Ich wünsche mir sehnlichst, dass der goldene Apfel gefunden wird und der Finder meinen Wunsch erfüllt. Professor! Baron Reinholds alter Freund. Wir müssen diesen alten Freund ausfindig machen, Luke. Professor, wie sollen wir nur diesen Freund finden, wenn wir bloß das Tagebuch als Anhaltspunkt haben? Wie ich immer zu sagen pflege, das Glück liegt oftmals auf der Straße. Wir müssen einfach jeden hier befragen und Hinweise sammeln. Wie bitte? Also ich meine, Sie haben natürlich recht, Professor. Machen wir uns an die Arbeit. Doch natürlich muss jede gute Ermittlung auch gut geplant sein. Fangen wir damit an, Ingrid ein paar Fragen zu stellen. Offenbar weiß sie einiges über den Baron. Okay, wir müssen wieder mit Ingrid sprechen. Mal gucken, ob hier noch wieder Rätsel aufgetaucht sind. Aber höchstwahrscheinlich nicht.
Oh weh, ich bin schon wieder ratlos. Ich weiß, ich finde nie eine Frau, wenn ich das Rätsel nicht löse. Ich werde im Alter alleine sein, allein in der Gesellschaft von Katzen und Gummibärchen. Ich flehe Sie an, Professor, helfen Sie mir, das Rätsel zu lösen. Laubsägearbeit, okay. Du hast ein Stück Walserholz, wie in der Abbildung gezeichnet. Daraus sollst du 4 identische Stücke herstellen, in denen du an den gepunkteten Linien entlang sägst. Hier der Haken. Du darfst die Stücke zwar rotieren, aber nicht spiegeln. Wenn die Teile also nur gespiegelt dieselbe Form haben, musst du dir eine andere Aufteilung einfallen lassen. Dann säg mal los. 4 gleich identische Stücke. Machen wir erstmal so. Es wären schon mal 8. Warte. 2, 4, 6, 12, 24, 28, 30. Okay. Nein, 32. Also muss jeder 8 Stücke beinhalten. Also. Zwei, vier, sechs, acht. So. 4, 6, 8. So. Ich bezweifle, dass das richtig ist. There we go. Ah, I suppose I thought wrong. Was war denn hier bitte schon gespiegelt? Schauen wir nochmal. Ja, dann mache ich ja schon wieder das Feder. Ja. Zwei, drei. Drei, das sind 7, das sind, aber das ist auch wieder gespiegelt. Zwei, vier, sechs. Nein, das stimmt auch schon mal nicht. Zwei, vier, sechs, ne. Das ist auch schon wieder gespiegelt. Ne, ist auch wieder falsch. Nee. Das ist ja eigentlich ja auch wieder gespiegelt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Rätsel nicht. Das ist gespiegelt. Ist auch gespiegelt. Alles ist. Das ist doch aber im Endeffekt auch gespiegelt.
Stimmt, genau. Wenn man einmal drauf kommt, wie die Stücke aussehen müssen, ist es ganz einfach. Aber die Form im Holz erstmal zu finden, ist nicht so leicht. Aber das ist doch auch gespiegelt, oder nicht?